schon Angst, dass ich mit dem Stuhl hinten runterfalle. Ja. Habe ich jetzt aber abgespeichert. Ja, hinterlässt auch Spuren im Hinterkopf. Wenn Sie mir noch kurz erlauben, die Flasche zu öffnen. So. Ja, ich bin überrascht, wie schnell 10 Jahre vergehen. Das merke ich an mir selber natürlich, wenn man sich den wachsenden Hüftspeck anguckt. Aber als ich hier reingefahren bin, habe ich, es war dunkel, trotzdem noch intuitiv die Wege erkannt, die ich damals gefahren bin vor 10 Jahren. Und freue mich und erkenne manche Gesichter und manche Stimmen auch sofort wieder. Auch eine Form von Heimat übrigens. Obwohl ich seit vielen Jahren in Hamburg lebe, was eine Großstadt ist und ich trotzdem gebürtig vom Land bin, also ich komme aus der Bodenseeregion, der denkbar größte Gegensatz, den man sich vorstellen kann, also zwischen dem südlichsten Süddeutschland und quasi Hamburg. Und mir ist das auch vollkommen egal, ob es eine Großstadt ist, eine Kleinstadt ist, ein Dorf, eine Metropole, wie auch immer, es sind überall gleichermaßen kluge Menschen unterwegs, die sich Gedanken machen über Gegenwart und Gesellschaft. Und deswegen freue ich mich immer, selbst wenn ein Fußballspiel wie heute Abend stattfindet, dass Sie im Speziellen Ihre Zeit, 2 Stunden oder wie viel auch immer, jetzt mir widmen, um mir zuzuhören, was ich zu dem Thema Heimat mir überlegt habe. Das Buch ist 2016 geschrieben, ich habe es abgegeben Ende 2016, als die Diskussion um Heimat noch gar nicht wirklich aufgebrandet war. Also alles, was nach 2016, also 2017 dazu entstanden ist, ist in dem Buch nicht mehr reflektiert. Aber, und das ist das Spannende eigentlich, in gewisser Weise vorausgeahnt. Und ich durfte neulich lesen, das ist ein eigenes Erlebnis im Osten Deutschlands, in der Nähe von Weimar. Es war auch ein voller Saal und in der ersten Reihe saß eine ziemlich alte Dame. Die kam rein, setzte sich hin und dann schlief sie sofort ein. Und kurz bevor ich aufhörte zu lesen, sie saß dann so da und schlief, erwachte sie und fragte so mitten rein irgendwie, ja, was ist denn jetzt Heimat? Und dann habe ich kurz überlegt, wie ich darauf antworte und war mir eigentlich klar, dass man Heimat überhaupt nicht definieren kann, sondern dass Heimat etwas ist, was jeder wahrscheinlich anders definiert und für sich auch fasst, was aber für mich auf gar keinen Fall mit dem Ort allein zu tun hat. Und darum geht es auch in diesem Buch. Vom Kleinen ins Große gedacht ist Heimat etwas, was mehr als ein Zuhause ist, mehr als eine Wahlheimat, was vielmehr auch eine Art kultureller Prozess ist. Und da komme ich auch gleich zu sprechen drauf, was zu tun hat mit Leitkultur auch, im positiven wie im negativen Sinne. Dieses Wort ist ja sehr streitbar. Und überhaupt ist alles streitbar, was ich in diesem Buch zusammengetragen habe. Und was ich heute Abend gerne tun möchte, ich möchte Ihnen in 2 Abschnitten, jeweils eine halbe Stunde, einige der Gedanken aus diesem Buch einfach nahebringen. Und dann können Sie mir hinterher widersprechen oder zustimmen oder was auch immer. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ich Sie ein bisschen bereichern kann mit dem, was ich zusammengetragen habe. So. Als stünde ich wieder am Ufer des Sees, als sähe ich vor mir die Zinnen und Recken, die Grate und Täler, als fühlte ich die Erhabenheit und Grandezza der Alpen, als röche ich die Erde, den Boden, den Atem der Algen, als zögen Nebelschwaden übers Seewasser, als spürte ich die Fülle des Wohllauts in dieser Stille des Moments. Und weiter, als täte man all das wieder und aufs Neue, als wiederholte sich die Wiederholung der Wiederholung, als übersetzte sich Vergangenes in die Gegenwart, um gegenwärtig vergangen zu bleiben, als riefe etwas, komm heim, 2, 4, 7 Mal. Nicht um Stunden geht es, nicht um die Uhr, nicht um Tage. Es geht nicht um die Verabredung einer zählbaren Einheit. Es geht um eine andere Zeit, um die Nichtzeit. Die Kirchturmglocken schlagen, ihr Klang liegt überm Land, jenes Land, jenes eine, so fern, so weit von diesem Landstrich entfernt, gerade nun, da mir die Lieder herabfallen, mitten in Tokio oder New York oder Rosenheim oder Husum, ganz einerlei. Just hier und jetzt entsteht jenes von Kirchturmglockenschlägen eingeläutete,
Durch Alpen und Bodensee choreografierte Land meiner eigenen Kindheit innerlich auf. Die Grenze zwischen Individuum und Welt löst sich auf, als verschmelze man mit jenem in diesem Moment überhaupt nicht vorhandenen Land. Und unter 1000 Kirchturmglocken schlägen, würde man jetzt seine Glocke heraushören, das gemähte Gras seines Nachbarn riechen, das Land erinnern, als sei es sein, mit einzigartiger Luft gefüllter Lebensraum. Die Bindung an den Ort des eigenen Ursprungs, der ebenso gut die Plattenbausiedlung einer Metropole, die Straßenschlucht einer Großstadt oder die Leere einer Mark in Brandenburg sein kann, ist mehr als ein Glaube, mehr als Rückbindung, mehr als persönliche Religion. Mit dem Klang meiner Glocke aus meinem Raum breiten sich auch dessen Umstände in mir aus. Ich spüre die Verwurzelung meines Körpers in einem bestimmten Boden und der Kirchturmglockenschlag meiner Kirche korrespondiert mit einem Gefühl, das diebstahlsicher im Archiv des eigenen Ichs verwahrt ist. Als wäre es die Grundmelodie meiner selbst, als reproduzierte das Gehirn stets aufs Neue ein übersinnliches Sein im profanen Dasein, das längst vergangen scheint in einem Leben, das wie jedes Leben immerzu am Vergehen ist. Als reduzierte es dieses Leben, das viele Jahrzehnte fern dieses Orts vonstatten ging, auf einen einzigen akustischen Reiz, auf einen Kirchturmglockenschlag. Als holte es den Ort, das Land und das Leben hervor und speiste es in den Strom dieser aktuellen Gegenwart ein. Eingeschrieben hat sich ein Bild, das man nie wieder verlieren wird. Und die Frage ist von nun an, ob der Mensch direkt oder indirekt sein gesamtes Leben lang nach dessen Spuren sucht. Wohin der Weg auch führt, das Bild ist immer schon da. Als wäre das Leben die Erinnerung an es selbst. Und dann reist man im Geiste zurück, kehrt heim, geht wieder die Wege seiner Kindheit und es offenbart sich etwas Unerklärliches: Vertrautheit. Vertrauen, Frieden, während in der anderen, der realen Welt die Menschen sich zerfetzen, zerstören, vergewaltigen, töten und vernichten. Dieses Gefühl der Zerrissenheit in Herkunft und Dasein, in Nichtort und Ort, bleibt, solange das eigene Leben sich an den Kirchturmglockenschlag erinnern lässt. Man kann das Geborgenheit nennen, man könnte dazu Heimat sagen. Heimat schmerzt, wenn man sie verloren hat. Heimat schmerzt, wenn man sie aufgeben muss. Heimat schmerzt, wenn man ihr wahllos ausgesetzt ist. Heimat schmerzt, weil sie womöglich eine Erfindung ist, weil es Heimat vielleicht überhaupt nicht gibt, obwohl jeder eine eigene Heimat zu haben glaubt. Der Zusammenhang zwischen Heimat, Herkunft und Identität betrifft jeden Einzelnen von uns, weil jeder für seine Identität Heimat und Herkunft braucht. Und einen Staat zum Beispiel dafür gar nicht nötig hat. Jeder wurzelt in einem Boden. Jeder bezieht sich auf eine Gruppe. Jeder kommt aus einer Familie. Jeder lebt in einem Umfeld, ist auf Sicherheit und Vertrauen angewiesen. So ist der Mensch. Nicht alle haben eine explizite Heimat, obwohl alle eine explizite Herkunft haben. Kaum etwas eignet dem mit Fantasie und Vertrauensfähigkeit begabten Individuum mehr, als sich eine Heimat zu erträumen und sich am Phantomschmerz ihrer Abwesenheit wahlweise zu erfreuen oder darüber zu verzweifeln. Jahrzehntelang war Heimat in Deutschland ein kontaminierter Begriff mit dem Geschmack von Blut- und Bodenbitterkeit und dem Geruch von Rassenreinheit. Heimat war verdorben, das Denken an Heimat vergiftet, eine schwerende Wunde. Jedes Ansinnen von Heimatverklärung unterlag dem Verdacht auf schwimmeligen Revisionismus. Der Gestank alles Heimatlichen war einer der nachhaltigen Siege der völkischen Blut- und Bodenapologeten, die das Volk und der Rasse topografisch radikalisierten, geografisch definierten und das Nationale mit dem Sozialistischen unheilvoll vermählten. Die Gleichsetzung von Heimat mit Ausgrenzung, Folter, Mord, Totschlag, mit Verwesung, Vernichtung und Vertreibung ist das nicht vergehende und vermutlich unvergängliche Wahnsinnswerk des Dritten Reiches. Und heute, hier und jetzt, die Jahre 2015 und 2016,
haben die durch ihre beständige Globalisierung aufgeblähte und ins Unermessliche vergrößerte Welt auf eine kleine existenzielle Monade reduziert, indem sie den Bürgern Deutschlands und der Europäischen Union eine denkbar schlichte Frage vor Augen geführt hat. Wie hältst du's mit der Heimat? Direkt oder als Teilnehmer einer demoskopischen Umfrage wurde niemand gefragt, aber die plötzliche, sehr plötzliche Ankunft millionenfach Geflüchteter auf deutschem wie auf europäischem Boden warf und wirft in Gestalt jedes einzelnen dieser Fremden die Frage nach dem eigenen auf, nach Wert und Konstruktion dessen, was der Sprachgebrauch als Heimat kennt. Mit dem Fremden kommt, jenseits kultureller oder politischer Wertung gesprochen, das Unheimliche ins Heimelige. Das Fremde definiert sich durch seine Unheimlichkeit, durch die Absenz, durch die Abwesenheit von Heim und Haus, durch den Mangel an oder den Verlust von Heimlichkeit, die ja nichts anderes ist als anheimelnde Geborgenheit einer friedsamen Gesellschaft. Die Frage nach der Bestimmung von Heimat ist eine der schwierigsten, obwohl sie so leicht zu beantworten scheint. Wer das Verhältnis von Heimat erfragt, wer das Verhältnis zur Heimat erfragt, thematisiert immer einen Sachverhalt, der logisch und rational nicht erklärbar ist. Heimat lässt sich begrifflich nicht erschöpfend fassen und eigentlich nur durch ein aufgespürtes Gefühl behaupten. Man könnte nicht sagen, dies oder jenes ist exakt das, was meine Heimat ist. Das Nachdenken über unsere ewige Sehnsucht nach Heimat ist also Begehren und Konzept zugleich, ein psychologisches, philosophisches, ein kulturelles, politisches Konzept aus Erinnerung, Wahrnehmung, Ich-Bewusstsein, Gemeinschaft, Sprache und Sittlichkeit. Im verstaubt klingenden, aus dem Archiv abgelegter Ideen hervorgekramten Wort Heimat sind mit einem Mal jetzt die drängendsten Probleme unserer Tage kurzgeschlossen. Herkunft, Bleiberecht, Wanderung und vor allem das Streben nach Zugehörigkeit, nach Schutz und Sicherheit. Im Begriff Heimat verstecken sich Theorien zu Inklusion, Integration und Assimilation und neuerdings wieder der politische Anspruch auf echtes Volkstum, auf wahre Kultur, auf ethnische Homogenität und nationale Identität. Das Wort Heimat ruft nach seiner Verklärung durch Nationalisten und seiner Vergiftung durch Nationalsozialisten zur Entgiftung und Klärung auf. Es erfordert Besinnung und fordert zur Reflexion heraus, weil im Konzept der Heimat Geschichte und Gegenwart nicht immer berechenbar abgemischt sind und niemand die Qualität dieser Verbindung vorhersagen kann. Eine Re-Romantisierung von Heimat und Natur ist dieser Tage ebenso festzustellen wie die nostalgiesatte Verklärung der Bodenscholle als Frontabschnitt im Kampf der Kulturen. War die Heimathümelei der deutschen Romantik als Epoche ab 1800 eine trotz aller Poesiebehauptung auch politische Antwort auf den damaligen Rationalismus, auf die sittliche Verstocktheit, die Altersspießigkeit und Neigung der damaligen Ära, allem ein Anfang und ein Ende zuzuordnen und zu vermessen, so versucht das neoromantische Denken unserer Tage im Zuge der Entgrenzung des Raumes durch Globalität und Digitalismus, durch Heimat, Halt und Haltung neu zu definieren. Das ist nicht ohne Gefahr für Europa als Lebensraum und als Idee. Heimat ist der Zufall. Sie fällt uns zu und ist immer schon da. Wir können unsere Heimat nicht verantworten, wie wir auch nichts können für das Faktum unserer Geburt. Der Mensch kann seine primäre Heimat nicht wählen. Was er wählt, ist ein Zuhause oder eine zweite, dritte oder vierte Wahlheimat. Heimat aber ist Schicksal, wohingegen Wahlheimat das Ergebnis einer Befreiung vom Schicksal der Heimat ist. Die gewählte Heimat ist frei vom Verhängnis einer auferlegten Identitätszuschreibung. Heimat hingegen, wie ich sie verstehe, trägt manchmal schwer an der Unfreiheit einer überhaupt nicht gehabten Wahl, an diesem Ort, in dieser Zeit geboren worden zu sein. Und lassen wir für einen Moment jene außer Betracht, die kurz nach ihrer Geburt mit den Eltern an einen anderen Ort gezogen sind und ein Heimatgefühl gar nicht ausprägen konnten. Wenn Heimat wahlfrei unser Selbst begründet,
dann speist sich dieses Selbst, also die Frage, wer wir sind, aus dem Zugefallensein an einen nicht gewählten Ort, von dem wir, ob wir es wollen oder nicht, unser ganzes Leben lang herkommen und mehr oder weniger stark geprägt sein werden. Jede Biografie gründet also in Heimat. Durch die Biografie schreibt der Einzelne sein Leben einem Ort ein. Oder anders, der Ort schreibt sich dem jeweiligen Menschen ein. Als Geburtsort ist Heimat ein untilgbares Faktum und als Beginn einer Biografie nicht auslöschbar. Der Beginn der eigenen Verortung ist meist physisch, leiblich, materiell. Er kann aber genauso psychisch, mental oder virtuell sein. Alles lässt sich tilgen im Leben, nicht aber die Bindung an den Ursprung unserer Selbst, an diesem Ort der Untilgbarkeit. Die Koordinate des Ursprungs führt Heimat, Herkunft und Raum sehr nahe zu einer möglichen Identität zusammen. Heimat und Herkunft sind subjektiv wahr, denn Heimat ist immer die eigene, ist immer meine. Der Boden, von dem ich komme, die Familie, von der ich abstamme, der Stamm, an dem ich gewachsen bin. Was also hier und jetzt bereits feststeht, in der Heimat steckt immer auch ein Machtverhältnis, weil der Zufall Fremdbestimmung bedeutet. Ich kann meine Heimat nicht wählen, sie fällt mir zu. Man ist diesem Zufall wahllos ausgeliefert und kann ihn durch kein Handeln steuern. Was einem Menschen ohne Wahl zufällt, das beherrscht ihn auch. Er kann sich dagegen wehren oder sträuben, gewiss, er kann jammern und leiden, aber er wird seine heimatliche Herkunft nie besiegen, selbst wenn er seine Heimat im Rückblick hasst, verachtet oder ignoriert. Der Zufall der Heimat ist nicht der Fall, aber er steht am Beginn meiner Welt. Ich definiere Heimat, wie Sie vielleicht jetzt schon ansatzweise herausgehört haben, als einen, ja, wie soll ich sagen, Geborgenheitsraum. Es ist nicht der Boden allein, sondern es ist ein Geborgenheitsraum, ein Raum, an dem ich als Baby, als Kind, als Jugendlicher über eine sinnliche, eine neuronale, eine nervliche Wahrnehmung mein eigenes Selbst ausbilden kann. Das ist psychologisch und evolutionspsychologisch relativ unbestritten, dass sich die Bindungsfähigkeiten eines Menschen in den ersten 1, 3 bis 5 Jahren ergeben. Und die Art der Bindung, diese Bindungsfähigkeit, die man erlebt, und die ist sehr stark beeinflusst durch die Landschaft zum Beispiel, sie ist sehr stark beeinflusst durch den Kirchturmglockenschlag, den man immer wieder erinnert, auch gegen seinen Willen, bildet sich ein Heimatgefühl heraus, das eben immer und ewig, egal wo Sie hinkommen, erinnerbar ist. Und es gibt bestimmte, Sie kennen sicherlich alle den wahrscheinlich besten und berühmtesten Roman der Weltliteratur und Weltgeschichte, auf der Suche nach der verlorenen Zeit von Marcel Proust, wo die Hauptfigur durch einen in den Lindenblütentee getauchte Madeleine durch den aufsteigenden Duft den Duft seiner Kindheit wieder erriecht. Und der ganze Roman handelt dann retrospektiv rückblickend davon, diese Herkunft, diese Heimat wieder zu konstruieren und wieder sich zu erinnern, aufzubauen. Und so, denke ich, ist es eigentlich perfekt beschrieben literarisch. Und was dazu sozusagen philosophisch und kulturell zu sagen ist, würde ich jetzt im nächsten Abschnitt versuchen zu erklären. Heimat als Geborgenheitsraum, auch als Transzendenzraum, als Raum, der mich über mich hinaushebt, weil ich, wie gesagt, also das Faktum meiner Geburt ebenso wenig beeinflussen kann, wie den Ort, an dem ich geboren bin. Das ist eine Fremdbestimmung, die in gewisser Weise meine Eltern mir auferlegt haben. Ich hätte nicht sagen können im Alter von 3 Wochen, ich möchte aber jetzt in Hersbruck geboren worden sein und nicht in Friedrichshafen. Ja, das war nicht möglich. Ich musste mich sozusagen in den ersten Jahren mit den Umständen in Friedrichshafen auseinandersetzen, ob es mir passt oder nicht. Und jetzt merke ich, im Alter von 47, vorangeschritten und ein bisschen weiser geworden, wie schön diese Heimat ist. Und diese Verklärung kennt wahrscheinlich auch jeder, der vielleicht nicht an dem Ort jetzt geboren ist, an dem er jetzt ist, sondern diese Sehnsucht nach der Heimat, die man einmal erlebt hat, verliert man nie wieder. Es ist wie ein Verhängnis. Als Transzendenz wie als Herkunftsraum einer durch Glauben bedingten Zeitlosigkeit stellt Heimat immer auch das quasi religiöse Vertrauen auf das als vertraut Erfahrene her. Hört das Vertraute zu existieren auf, wird dem Vertrauen der Boden entzogen. Das Leid des Heimat- und Raumverlustes ist immer auch eine Kränkung, immer eine Verletzung, immer eine Fraktur der Seele.
Die Bindung des Menschen an eine Heimat ist unumgänglich oder, liebevoller gesagt, Heimat legt den Bindungsstil fest. Heimat ist ein religiöses System. Aus dem Urvertrauen, der Einbettung, der eigenen Einbettung in die eigene Geschichte entsteht die Tradition der Familialität, der Vertrautheit. Die Familie, wenn Sie das lateinische Wort familialis sich in Erinnerung rufen, heißt es zum Haus gehörig. Vertraute, die zum Haus gehören. Das ist der eigentliche Sinn dieses Wortes. Die Familie ist der Verbund des Vertrauten und als vertraut erfahren, auch wenn die Erfahrungen schlecht oder grausam gewesen sind. Wir kennen alle Schilderungen von Missbrauch in der Kindheit. Wir wissen, dass es auch negative Heimaterfahrungen gibt. Aber diese Erfahrungen sind nicht zu tilgen. Sie sind da. Sie müssen immer wieder erinnert werden. Weil der Mensch nicht ohne Vertrauen leben kann, bindet er sich an Ort und Menschen, die ihm vertraut sind. Vertrautheit ermöglicht Vertrauen. Und Vertrauen beglaubigt Vertrautheit. Das lateinische Adjektiv familiaris, habe ich gerade gesagt, lässt sich wie folgt übersetzen: zum Haus gehörig oder vertraut im Sinne von geläufig, schließlich auch vertraulich. Die Familia sind aus dem Lateinischen übersetzt die Vertrauten. Und ohne weiteres darf man aus der Grundlegung des abendländischen Sprech- und Denksystems schließen, dass die Familie die höchste Form der Vertrautheit darstellt. Selbst wenn sie irgendwann zerrüttet ist, herrscht in der Familie ja doch erst einmal Vertrauen vor und also bildet die Familie jenes Urvertrauen aus, das Heimat für sich reklamiert. In der Fortsetzung der Familie durch Gleichsetzung mit der Heimat wird letztere im Laufe des Lebens der Raum zum eigenen Rückbezug. Seine Heimat verleiht dem Menschen das Vertrauen in die Welt, weil die Heimat nichts von ihm will, weil die Heimat keine Rechtfertigung verlangt. Heimat ist mehr als nur Boden, als Wald oder die Gerüche eines Sees. Sie stellt Urvertrauen in den guten Gang der Dinge her und ist somit eine Ursprungserfahrung. Das Ursprüngliche ist ja das, was einen anspringt, Ursprung, und sein Leben lang haften bleibt. Und im Moment, da dieses Anspringen geschieht, ist Heimat gegeben. Seine Familie als Vertrautheitsverbund kann man ebenso wenig wählen wie die Heimat, selbst wenn man beide ablehnt. Die Kränkung, die durch den Zerfall der Familie, gar Missbrauch oder Gewalt innerhalb der Familie, durch erzwungene Abgrenzung entsteht, ist deshalb so stark und schwächend zugleich, weil dann das Urvertrauen und die Verbindlichkeit des Vertrautseins vermutlich ein Leben lang in Frage gestellt sind. Und dennoch entsteht das fundamentale, alles weitere prägende Wir-Gefühl in den ersten Jahren der Heimat, die fast immer der Ort der Kindheit ist. Anders lassen sich lebenslange Sehnsüchte nach genau diesem Ort nicht erklären. Die Heimat stirbt. Das Land stirbt. Nicht das Land als solches, sondern das Land als Metapher und Symbol, als Idee und Beheimatungsraum. Das Land als Landleben und mit dem Landleben das Klischee heimatlicher Aura. Wenn das Land stirbt, geht eine ganz bestimmte Vorstellung von Heimat nieder. Anders als die Stadt verliert das Land seine Kultur dann durch Unkultivierung. Das Land als Idee ist ja mehr als nur die Gesamtheit der Kornfelder, der Obstwiesen, Strohballen und Bienenhäuschen. Es ist Rückhalt, Rückraum und Nahrungskammer der Gesellschaft. Und die Kultivierung, die Neu- und Rückgewinnung dieses Raums im weiteren Sinne darf man als Kultur bezeichnen. Das Land ist unvermittelt da und ohne Anspruch. Es ist ohne Zweck und ohne Ziel. Es ist durch sich selbst wie Heimat. Das ist, was sich auf Dauer durch sich selbst bewährt. Es ist das, was durch das Leben selbst beglaubigt wird und immer wieder beglaubigt wird. Es erhält Geltung durch die Bindung des Menschen an das Land, an Orte, an Böden, an Rituale. Und nun verliert das kultivierte Land peu à peu seine Bedeutung. Hoffentlich nicht hier in Hersbruck und unter Grumbach, aber in vielen Bereichen, das lesen Sie, das hören Sie, das weiß ich aus eigener Anschauung,
machen die Restaurants in den Dörfern zu, verschwinden die Postfilialen, gibt es keinen Tante-Emma-Laden mehr. Also diese Postfiliale zum Beispiel ist ja ein schönes Beispiel dafür, man verschickt keine Briefe mehr, die man handschriftlich geschrieben hat, man macht sich nicht mehr auf den Weg zu einer Postfiliale, die diese Verschickung vornimmt, dann steht man nicht mehr in einer Schlange, kommt unwillkürlich ins Gespräch, begegnet dem Nächsten, man spricht über Belangloses, man spricht über Politisches oder nicht Politisches, über den Nachbarn. Wenn diese Filialen zumachen, wenn man keine Briefe mehr schreibt, wenn wir alles nur noch elektronisch machen, gibt es immer weniger Räume für Begegnungen. Es gibt andere Räume für Begegnungen, die aber zum Teil auch politisch geschlossen werden. Denken Sie an Jugendbegegnungsstätten, an Sportstätten, die zunehmend zumachen. Und denken Sie vor allem, das sage ich, weil ich Ihnen überhaupt gar nichts vormachen kann in dieser Richtung, in puncto Landwirtschaft. Ich habe mit großem Erstaunen festgestellt, wenn Sie Zahlen lesen, wie viele Landwirte ihren Hof, ihre Landwirtschaft nicht weiter in die Zukunft übersetzen können, weil der Markt zu hart geworden ist, weil es Probleme mit Subventionen gibt und vor allem, weil der Nachwuchs ausstirbt, dann haben Sie ein Stück weit die These bestätigt, dass das Land sozusagen stirbt. Und es gibt aber viele, und das freut mich ganz besonders, gibt viele Initiativen, dem entgegenzuwirken. Sie haben bestimmt einige parat. Ich könnte Ihnen ein Beispiel nennen. Ich finde es faszinierend, in Oberammergau gibt es ein sogenanntes Heimat-Sound-Festival. Da wird zum Beispiel die Tracht, ja, die Lederhose oder das Dirndl völlig gelöst aus dem rituellen Zusammenhang, sondern es ist dieser Global Lifestyle, dieser globale Lebensstil sozusagen. Dann kommen dann die Düsseldorfer und die Münchner dahin und haben die Dirndl an. Und dann gibt es auf dieser Bühne in Oberammergau gibt es Volksmusik zum einen, ja, aber auf der anderen eben auch Zither und Akkordeon, wo dann irgendwie Soul gespielt wird oder wo ganz andere Musikformen zusammenfinden. Und diese Verquickung aus der Heimatlichkeit, aus dem Traditionsbestand von Musik und Kleidung, verbunden mit einem globalen Lifestyle in puncto Musik und in puncto Kleidung, finde ich, ist ein gelungenes Beispiel, wie man Heimat, ohne es spießig zu tun, ohne es kitschig zu tun, auf eine ganz wunderbare Weise in die Gegenwart und in die Zukunft retten kann. Mittlerweile ist das Landleben interessengebunden, zweckorientiert und zielfixiert. Die weitgehend totale Industrialisierung der Landwirtschaft und die Expansion des Tourismus machen das Land zum Geschäftsmodell der Wirtschaft. Traditionen, die Anmutung, die Bestellung des Feldes als Dienst am natürlichen Zyklus unterliegen Subventionen und ganz prosaischen Kosten-Nutzen-Kalkulationen, zu denen Dörfler und Bauern geradezu gezwungen sind. Großflächige Landwirtschaft und Pestizide haben Insekten, Säugetiere und Wildkräuter dezimiert. Sie haben gerade die Nachricht erhalten, dass 80% der Insekten am Aussterben bedroht sind. Die einzige Romantisierung des Landes als Projektionsfläche völlig entstädteter Fremder, die beim Ausflug in die Provinz die große Erfahrung der eigenen Biologie machen, Heuschnupfen, Bienenstich und Hautrötung nach Gräserkontakt, folgt seit geraumer Zeit der Umschwung. Jetzt macht sich die Stadt zum Land auf. Manche Städte beherbergen größere Biotope, als die Provinzen sie aufweisen, mit immenser Artenvielfalt, mit Kräutergarten, Balkonblumenbeet, Bauernmarkt, Bioladen und einer großen Sensibilität für Nachhaltigkeit durch den hohen Grad an Akademikern, die Wohlstand nicht mehr allein eine Frage des Einkommens, sondern auch der Gesundheit ihres Habitats geworden ist. Sie können das in jeder Großstadt beobachten. Gemeinschaftsgärten, die da entstehen, auf irgendwelchen Gebäuden, mitten im Zentrum von Berlin und in Hamburg, wo genau das stattfindet, wo quasi Landleben simuliert wird. Die ökologischen Verhältnisse in Stadt und Land kehren sich um. In der Stadt ist es heute im Schnitt 6 Grad wärmer als auf dem Land durch Heizungen, Autos und die bleibende Hitze der im Teer gespeicherten Sonne. Viele Ländler und Provinzler ziehen in die großen Städte. Fremdenzimmer in den Dörfern lohnen sich nicht mehr. Zweitwohnungen der ausflugenden Mittelschicht auf dem Land sind oft genug dauervermietet. Heimat als seelische und physische Behausung ist von allen Seiten bedroht. Global agierende Handelsketten dringen ein bis in die letzten Winkel und nehmen Orten ihre Einzigartigkeit und Unverwechselbarkeit. Starbucks in Oberammergau zum Beispiel, ja? Oder Zara in Finsterwalde. Herrgottshöfe und Heimatschollen werden durch globalen Lifestyle, durch konfektionierte Marken und Produkte in ein Konformitätsmieder gezwungen. Authentizität und Ursprung, Treue, Vertrautheit und Loyalität, vielleicht sogar Persönlichkeit, Familiarität, Sozialität und Verschiedenheit gehen peu à peu verloren,
wenn eine ebenfalls global agierende Tourismusindustrie die letzten Koordinaten der verfügbaren Welt kolonisiert. Der alte folkloristische Begriff der Heimat tritt dann in neuem Gewande auf. Nicht Vereinsmeierei und Trachtenumzüge, Rituale und Zeremonien sind gemeint. Nein, wiedergefunden wird jetzt die Überschaubarkeit des Reviers, die Behaglichkeit der Scholle, die Übersichtlichkeit der kleinen Form in Stellung gebracht gegen die Zumutungen der Weltvergrößerung durch den plötzlichen Verlust aller Grenzen in globalisierten Zeiten. Die alte Heimat ist dann aber nur noch eine Kulisse ihrer selbst. Vor einer kleinen kulinarischen Pause noch eine Passage, die daran anknüpft, bevor wir im zweiten Teil politisch werden. In dem Maße, in dem sich Heimat durch Digitalisierung und Globalisierung vergrößert, kehrt Heimat dennoch zurück in den philosophischen und politischen Diskurs über die Frage nach Zugehörigkeit in Zeiten permanenter Migration. Globalisierung hat Räume vergrößert und zugleich verdichtet. Je globalisierter die Welt gerät, könnte man sagen, desto kleingeistiger wird sie aber gedacht. Auffällig ist ja, dass kleine, relativ bevölkerungsarme, oft von vielen Anrainern umgebene Länder zu einer Inwendigkeit mit Außenverschluss neigen. Österreich, Ungarn, Polen, Tschechien, die Slowakei. Länder, die im Laufe der Menschheitsgeschichte oftmals überrollt und in ihrer Identität zur Disposition gestellt wurden. Durchgangsländer also, deren Identität immer dem vorgegebenen Narrativ des jeweiligen Eroberers entsprochen hat. Die Reaktionen auf den drohenden Verlust der Heimat verschärfen sich dieser Tage in starkem Maße. In Frankreich und den Niederlanden erstarken nationalistische, teils rassistische, teils rechtsradikale Parteien wie der Front National oder die Partei für die Freiheit, deren Ziel im Schutz des eigenen Raums durch Abwehr und Aggression gegen, Zitat, fremde Bedrohung besteht. Die eigene Lebensweise wird dann als die maßgebliche überhöht, um Selbstwertstabilität ausbilden zu können. Und in einer Randregion Deutschlands, wie zum Beispiel Sachsen, das Nomen est Omen-artig auf sich als Freistaat hält, ist in überdurchschnittlicher Weise ein regionalchauvinistischer Ethnozentrismus zu finden, der die eigene Gruppe höher einstuft als alle anderen, die von außen kommen. Ein reizvoller Gedanke mag der herangezogene Mythos der Revolte in den erbittert geführten Sachsenkriegen, der Widerstandskampf der heidnischen Sachsen gegen die fränkischen Christentumskönige Karl den Großen ab dem Jahr 742 sein, als die Sachsen unter Führung des adligen Herzogs Widukind über Jahre hinweg hartnäckig ihre Unabhängigkeit und die germanischen Traditionen verteidigten, ehe sich ihr Führer offensichtlich sich selbst demütigend taufen und christianisieren ließ. Wer also nach Beispielen für eine gewisse Eigensinnigkeit des Landes Sachsen sucht, könnte sie vielleicht im Jahre 772 finden. Die Ab- und Ausgrenzung des Fremden, um das eigene zu retten und zu bewahren, so lehrt uns die Psychologie, stellt offenbar eine Groß- und Grundkonstante des Menschen dar. Angst vor dem Fremden ist demnach ein genetisch disponiertes Verhalten, das dem Schutzmechanismus im Tierreich ähnelt. Eine Disposition ist aber keine Determination, will also sagen, eine genetisch veranlagte oder eine genetisch präfigurierte Veranlagung kann und muss durch Wissen, Wahrnehmung, Verstand, Vernunft, Erfahrung und Einfühlung gezähmt, verändert und ausgesetzt werden. Der Fortschritt der Zivilisation besteht ja gerade darin, aus der Beschränktheit der Verhaltensoptionen durch entweder Flucht oder Angriff auszusteigen und über Kulturalisation differenzierte Lebensweisen zu lernen und zu tradieren. Evolutionspsychologisch gesprochen ist die Neugier des Kindes die grundlegende Voraussetzung für die Entwicklung zum Erwachsenen. Übersetzt hieße das: Die kindliche Neugier auf das Fremde führt zu einem höheren Reifestatus. Mit dem Neuen kommt immer das Unberechenbare, das die eigene Ordnung in Frage stellen könnte, weswegen das Fremde auf Kategorien reduziert wird, um notfalls dagegen reagieren zu können.
Zum Problem wird die Fremdenangst, wenn sie keine Erfahrung zu ihrer Überwindung mehr zulässt. Wenn das Beharren auf dem homogen Eigenen zu einer Radikalisierung führt, dann behaupten selbsternannte Revierschützer gern, seit Anbeginn der Menschheit definiere ja jede Gesellschaft selbst, wer zu ihr kommen dürfe und wer nicht. Aber wer ist die Gesellschaft? Und was ist Gesellschaft anderes als die staatlich und grundrechtlich definierte Einheit unvereinbarer, diverser, heterogener sozialer Gruppen und Kleingemeinschaften? In dieser hoheitlichen Entscheidung gegen das Heterogene wurzelt die Basiserzählung der sogenannten Wir sind das Volk Demonstranten in Dresden, in Bautzen, in Klausnitz und sonst wo. Kurz und bündig heißt der Generalbass Heimatschutz, also Raumschutz, also Nationschutz, also Lebensweisenschutz. Wenn die Kehrseite der Grenzenlosigkeit im Gefühl der Revierbedrohung besteht, dann lauten die drei Leitfragen einer künftigen Politik der Heimat doch wie folgt. Wie viel geschlossene Fremdheit verträgt eigentlich eine offene Gesellschaft? Und sind bislang homogen organisierte Gesellschaften bereit, fremde Sitten und Sprachen auch zuzulassen? Werden die Menschen ihr Selbstverständnis über Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe oder einer unbestimmten Menschheit bilden? Mit dem Nationalismus keimt das alte, vielerorts überwunden geglaubte Homogenitätsdenken wieder auf, das berufene Wissenschaftler als Urschuld zweier Weltkriege mit grässlichen Metzeleien und Millionen Toten erkannt haben, die ethnische Einheit als Organisationsform, die das Heterogene, das Diverse, das Nicht-Einheitliche als etwas den gelernten Wertzuschreibungen offensichtlich nicht entsprechendes ausgrenzt. Als Reaktion auf den drohenden Verlust der Heimat ist Heimat als Raumphilosophie aufs Neue gedacht wieder zu einer politischen Kategorie geworden, die von erstaunlich vielen Nationen als Staatsraison aufgegriffen wird. In Indien, in Russland, in Ungarn, in England und der Türkei etwa lässt sich gerade eine politisch forcierte Renationalisierung und in der Europäischen Union eine Renaissance, eine Wiederkehr nationalistischer Abgrenzungsbewegungen feststellen. Bei der instinktiven Abwehr des Unnationalen, des nicht auf meinem Heimatboden geborenen und also zugezogenen, sprechen die Sozialpsychologen vom sogenannten Revierreflex. Einer augenscheinlich angeborenen Ablehnung des Fremden, wenn es das eigene kolonisiert. Der Revierreflex etabliert zur Stabilisierung der eigenen Identität ein Regime der Abgrenzung. Mit dem Abwehrreflex richtet sich also jeder gegen jeden. Jeder wird zum Fremden erklärt, bis er irgendwann Teil des eigenen wird. Und wenn ein neuer Fremder den Kreis betritt und von beiden abgewehrt wird, dann tradiert sich der Revierreflex. Sie haben vielleicht die Beobachtung gemacht, dass mit die stärksten Aversionen und Ablehnungen geflüchteter Menschen von Russlanddeutschen gekommen ist, unter anderem in Berlin. Und man sich fragt, warum? Wie kommt es? Weil, so könnte eine Antwort lauten, diese Menschen selbst fremd waren, Ablehnung erfahren haben und über die Jahre hinweg, mühsam oder auch nicht, Teil des eigenen geworden sind und jetzt in Konfrontation mit dem abermals Fremden das Gefühl haben, ihnen wird das, was sie erreicht haben, genommen. Sie haben, wenn Sie in Ostdeutschland sind und mit den Menschen dort diskutieren, was immer interessant ist, eine ganz andere Wahrnehmung von Gesellschaft, von Nation und von Heimat, als wir im Westen das hier haben. Im Osten ist ganz oft, und das kam jetzt auch zum Tag der Deutschen Einheit vermehrt heraus, und das kommt immer wieder zur Sprache, wenn es um die Wahlerfolge der AfD geht und um die starke Resonanz der AfD, zum Beispiel in Sachsen oder in Brandenburg, da werden Sie immer wieder hören, die Ostdeutschen fühlten sich ihrer Heimat beraubt, weil sie nichts haben in das Vereinigte Deutschland hinüberretten können. Sie fühlen sich also entwertet. Es sind Verlustängste, die sie jetzt angetrieben haben. Und
und dann tritt eine Partei auf, die es auf eine ganz geschickte Art und Weise versteht, an genau diese Gefühle zu appellieren. Man muss das anerkennen, dass es sehr geschickt gemacht ist und es ist wahnsinnig schwierig und ich würde jeden aufrufen, jeden zivilisierten Deutschen, sich das klarzumachen, dass es ganz wichtig ist, dort profunde und vernunftgeleitete Antworten zu geben, weil wenn an das Gefühl appelliert wird von immer mehr Menschen und das so geschickt passiert, wie das von Teilen der AfD auch gemacht wird, dann denke ich, stehen wir erst am Anfang eines großen Problems und sind nicht schon durch. Und ich möchte weder eine Wahlempfehlung ausgeben, noch meine eigene politische Meinung hier aufbringen. Ich habe in gewisser Weise sogar Verständnis, wie so viele Journalisten und Buchautoren ja auch, für Sorgen und Ängste von Menschen. Aber man muss sie klar definieren, man muss sie analysieren und differenzieren, man muss darüber sprechen und man muss sehen, dass es zum Beispiel, wenn es um die AfD geht, tatsächlich um eine demokratische Partei geht, die ist demokratisch legitimiert, aber es gibt innerhalb dieser Partei Strömungen, denke ich zumindest, die mit Grundgesetz und Verfassung schwer vereinbar sind. Und das wird, denke ich, die Auseinandersetzung der nächsten Jahre sein, die sich unter anderem auch an dem Begriff, was ist eigentlich Heimat, festmachen lässt. Und wie Herr Wegdanzer vorher schon richtig sagte, all die, die sich den Begriff der Heimat nicht wegnehmen lassen wollen, von denen, die sich für falsch erachten, sind aufgerufen, positiv zu definieren, was Heimat eigentlich sein könnte und was für sie Heimat ist. Das ist mein Versuch hier. Ich denke, wir könnten eine Pause brauchen und ein bisschen essen, ein bisschen trinken und dann einfach nachher weitermachen. Erstmal vielen Dank bis hierher. Ich würde den zweiten Teil gerne damit beginnen, am Ende des ersten anzusetzen und den Grundgedanken, den ich versucht habe zu entwickeln. Das ist ja immer ein bisschen schwierig in der Kürze der Zeit. Und ich meine, dieses Buch hat wie viele Seiten? 250. Etwas so herauszuholen, damit es auch einen Bogen ergibt, das ist die Schwierigkeit bei jeder Lesung. Ich versuche trotzdem so einen Gedanken zu entwickeln und würde gerne bei dem Heimatschutz weitermachen. Wer seine Heimat, sein Land, seine Herkunft für die beste der Welt hält, der verschafft sich das Wohlgefühl einer Selbstbeheimatung, liefert andererseits aber auch einen Schlachtruf für die Maßgeblichkeit des eigenen gegenüber dem Fremden, die durch nichts weiter als die subjektive Sehnsucht nach eigener Großartigkeit gerechtfertigt ist. Als Einfallstor für Missverständnis und Missbrauch ist die Stilisierung der Heimatscholle als Faktor einer positiv konstruierten Identität immer in Gefahr der Abwertung anderer. Der Wert, den man dem eigenen zuspricht, gründet in der Homogenität der durch keine Fremdheit kontaminierten Reinheit des eigenen. Das Biotop wird sozusagen zum Soziotop erklärt und alles, was dieses als heimisch deklarierte Soziotop bedroht, wird dann aus Sicht derer, die es tun, berechtigterweise abgelehnt. Zuletzt das fremdartige Genom, dessen Zerstörungswerk angeblich in der Vermischung bestehe. Homogenität, um es klar zu sagen, ist der geistige Kristallisationskern des Nationalen und er war es vermutlich schon immer. In seiner nationalsozialistischen Variante 1933 führte er bekanntlich zum größten Zivilisationsbruch der jüngeren Menschheitsgeschichte. Eugenik, Ausmerzung schlechter Erbanlagen, überhaupt der Biologismus, der auf fatale Weise mit dem Geburtsboden verknüpft wurde. Nationalismus ist politisierter Heimatschutz. Er ist nicht allein die Beschwörung einer fiktiven Wesensgemeinschaft, sondern aktiver Protektionismus gegenüber jenen, die den Merkmalen der Heimatgemeinschaft nicht entsprechen, ohne begründen zu können, warum, inwiefern und nach welchen Kriterien sie ihm nicht entsprechen können oder sollen. Diesem Gedanken voraus geht ein Abschnitt, in dem ich versuche, den Begriff der Nation
so darzustellen, dass am Ende keine Begründung mehr bleibt. Es gibt viel klügere Menschen als mich, wie zum Beispiel den Historiker Benedict Anderson, der letztes Jahr verstorben ist, ein irisch-amerikanischer Historiker, oder noch weiter zurückgehend Ernest Renan, ein ganz großer Kopf der französischen Soziologie, die unabhängig voneinander versucht haben, den Begriff der Nation zu begründen und zu dem Ergebnis gekommen sind, es gibt keine Begründung. Es ist nicht die Sprache, es ist nicht die Rasse, es ist nicht die Geografie und es ist auch nicht die Religion. Weil wenn Sie sich, wir haben gerade darüber gesprochen, vergegenwärtigen, in jeder Ihrer Familien steckt eine Vertriebenengeschichte oder es gibt zumindest wahnsinnig viele Familien, auch in meiner, wo es um Vertreibung gegangen ist. Wenn wir noch weiter zurückblicken, dann gab es die Hugenotten, dann gab es die Polen, die rübergekommen sind. Deutschland lag immer im Bereich als Durchzugsland zwischen Ost und West, zwischen Nord und Süd. Und irgendwann muss man ja mal die Frage beantworten, was ist denn jetzt eigentlich das Nationale und die Nation? Und dann kommt man irgendwann auf die Sprache. Ja, aber Österreich spricht auch Deutsch und in den Niederlanden spricht man auch Deutsch und in der Schweiz und das würde man nicht als Deutsch bezeichnen. Wohingegen man sagen können muss, Deutschland ohne Deutsch wäre auch keine Heimat sozusagen. Also diese Geschichte mit der Sprache ist schwierig, was die Rasse betrifft, ein ohnehin schwieriger Begriff, den ich persönlich ablehne, weil er tatsächlich Vokabular der Nazis ist, aber es wird ja immer wieder reaktiviert, auch steckt ja auch im Rassismus drin. Ist ebenso wenig zu begründen, wenn man sich überlegt, welche verschiedenen Gene so in einem drinstecken. Man weiß ja gar nicht selber genau, ob man jetzt der Deutsche wäre, für den man sich hält. In mir, zumindest in meiner Familie, steckt auch ein Teil Italiener. Also wie weit geht das zurück? Also wenn man das biologisch begründen will, kommt man auf ganz schwieriges Terrain. Und was die Religion betrifft, braucht man eigentlich auch nicht groß sich Gedanken machen, denn bis zurückgehen zu den großen Religionskriegen im 16. Jahrhundert, wir haben gerade Luther Jubiläum gefeiert. Das liegt noch nicht allzu lang zurück. Da haben sich Protestanten und Katholiken die Köpfe eingeschlagen und tun es ja zum Beispiel in Nordirland, Irland immer noch. Und auch das ist ein Thema, was Nation letztlich ewig gültig nicht begründen kann. Und ausgehend von der wissenschaftlichen Unmöglichkeit, Nation zu begründen, komme ich eben auch zu der Ableitung, die ich gerade vorgetragen habe. Wenn es schon die Nation nicht geben kann, wenn die Nation schon nicht wirklich nachweislich gut begründbar ist, dann ist es Nationalismus, die Radikalisierung von Nationen ja gleich gar nicht. Nationalismus ist in erster Linie Reaktion. Nationalisten verabsolutieren das Einzige, was in einer Welt der Grenzverluste, in der alles sofort und überall ohne Ankündigung und Einleitung disponibel ist, nicht zur Disposition steht. Der eigene Geburtsraum und das sogenannte eigene. Es kann mir niemand nehmen, dass ich auf deutschem Boden geboren bin. Aber was ist das schon für eine Rechtfertigung zur Abgrenzung? Das materielle Faktum einer gefühlten Zugehörigkeit mit subjektivem Ewigkeitsanspruch, ich erinnere an den Kirchturmglockenschlag. Nationalisten verfolgen die Idee, eine Nationalität zu besitzen, also im Besitz einer Nationalität sui generis an und für sich zu sein, was ähnlich irrig ist wie die Tatsache, im Besitz eines Geschlechtes zu sein. Ein kurzer Anruf bei Friedrich Nietzsche, Zitat: Beim Nationalismus handelt es sich um die schlechte Ausdünstung von Leuten, die nichts anderes als ihre Herdeneigenschaften haben, um darauf stolz zu sein. Zitat Ende. Ob Konstruktion, Vorstellung oder Erfindung, die Frage nach Henne und Ei bleibt die entscheidende. Bilden sich Nationen auf der Grundlage vormoderner ethnischer Gemeinschaften? Oder ist es andersrum? Sind ethnische Identitäten ein Produkt des erzwungenen Nationalismus? Vielmehr scheint doch zuzutreffen, dass ethnonationale Vergemeinschaftungen erst neu erschaffen und dann konstruiert werden müssen, während sie fälschlicherweise als ursprünglich aufgefasst und vorausgesetzt wurden, als ein Prä der Nation, als einer wesenhaft allem vorgängigen Naturgegebenheit. Das sind die, die von einer deutschen Essenz ausgehen, ohne überhaupt begründen zu können, was das wäre, was das sein sollte. Das Nationale wie auch das Nationalbewusstsein muss als Erfindung seiner selbst immer erst geschaffen und dann täglich aufs Neue bestätigt, perpetuiert und reaktiviert werden. Die Konstellation des Nationalen ist so gut wie immer eine rückwärtige Angelegenheit,
Die Selbstvergewisserung durch den Transmissionsriemen der kulturellen Selbstverständigung mittels tradierter Kommunikationsformen wie Literatur, Dichtung, Sprache, Tanz, Ritual und Zeremonie. Nationalhymnen zum Beispiel sind Kampfaufrufe und symphonische Beschwörungen des Nationalen. Ich spreche gar nicht von der deutschen. Die portugiesische und die französische zum Beispiel rufen die Bürger zu den Waffen im Kampf um die Verteidigung des Vaterlandes. Ein geradezu martialischer Patriotismus. Bis heute mit höchster Inbrunst besungen, oft mit der rechten Hand auf dem Herzen, als schlüge es für Vaterland und Volksgemeinschaft und nicht für einen selbst. Sind Nationalisten, die vorgeben, im Namen einer bestimmten Volksgemeinschaft zu sprechen, die besseren Bürger und die eigentlicheren Demokraten? Die Kerngedanken nationalistischer Reaktionäre sind im Jahr 2017 nationenübergreifend und ironischerweise international. Beschränkung oder Stopp der Einwanderung durch schärfere Einwanderungsgesetze, Eindämmung asylsuchender Immigranten, veritabler Anti-Islamismus bei Schutz der eigenen christlichen Wertegemeinschaft. Die als Patrioten des wahren Volkstums und wahren Volkswillens auftretenden Populisten, jene Sorgenkinder Europas, die die Sorgen beträchtlicher Teile europäischer Bevölkerung zu repräsentieren vorgeben, bedienen sich der Ängste und Sehnsüchte von Bürgern aller Milieus nach Heimat, Homogenität und Geborgenheit. In Deutschland neigt man bekanntlich ganz gern zu Angst. Und Angst und Sorgen gibt es ebenso bekanntlich vor allem vor Inflation und Immigration. Beides lässt sich nun geschickt verknüpfen. Steigende Migrantenzahlen gleich steigende Wohnraumpreise gleich steigende Ängste vor zu kurz gekommen sein. Und schon haben Sie die Malaise. Die Verquickung brisanter Themen und belegter Motive machen Heimat zu einem gefährlich raunenden Resonanzkörper. Wird sie aus der subjektiven Erfahrung herausgehoben und politisch objektiviert, dann läuft Heimatgefahr nicht mehr als persönlicher Geborgenheitsraum verstanden, sondern als politisches Küstenschutzreservat instrumentalisiert zu werden. Die in Europa gültige Raumtheorie verlangt Schutz vor dem Flüchtling, während doch der Flüchtling Schutz vor seiner eigenen Ausgeschlossenheit verlangt. Geschichte wiederholt sich gewöhnlich, biblische zumal. Der Exodus der Israeliten aus Ägypten dient geradezu als Präambel, als Vorwort zur Migrationsgeschichte der Menschheit. Der Weg aus der Versklavung durch Not, Hunger, Elend, Krieg und Gewalt ins ersehnte Reich ist das alttestamentliche Leitmotiv schlechthin. Rettung durch Flucht, Erlösung durch Hoffnung. Die Flucht nord- und westwärts, die Massenwanderung nach Europa ist eines der größten Probleme und Herausforderungen europäischer Politik und überhaupt einer globalen Politik der Moral und Menschenrechte. Das Heer der entwurzelten und heimatlos gewordenen Flüchtlinge, das Rendezvous mit der Globalisierung, wie Wolfgang Schäuble sagt, stellt eine neue Weltordnung dar. Geschätzt 60 Millionen Menschen sind zurzeit auf der Flucht vor Armut, vor Bürgerkrieg und Dürre. Manche Sozialwissenschaftler rechnen bis zu 600 Millionen Wanderungswilligen weltweit, vornehmlich Wirtschaftsflüchtlinge, die zwar nicht direkt an Leib und Leben bedroht, langfristig aber an einem guten Leben gehindert sind. Und man müsste sich fragen, ob zum Beispiel durch die Klimakatastrophe, durch Dürre und Hunger, von wem auch immer es verantwortet wird, nicht auch das eine Bedrohung von Leib und Leben ist, die zum Beispiel Migration, Asyl und Wanderung rechtfertigen würde. Eine Aufgabe künftiger Philosophie könnte sein, jene Kriterien zu definieren und auf den Begriff zu bringen, unter denen nicht durch Krieg und Folter, sondern auch durch Dürre und Hitze Menschen unwürdige Bedingungen gegeben sind, die als leidbedrohend und lebensgefährdend eingeschätzt werden könnten. Wanderung ist das explizite... Entschuldigung. Kein Problem. Soll ich warten? Nein. Ja. Wanderung ist das explizite Menschenrecht auf universal gültige Freizügigkeit. Das ist wichtig für mich. In Artikel 13 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen heißt es 1948, Zitat, jeder Mensch hat das Recht, jedes Land einschließlich seines eigenen zu verlassen und in sein Land zurückzukehren. Zitat Ende.
1948, Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen. Das Recht gilt für jeden Menschen ohne Ansehen der Person, ohne Rechtfertigung der Gründe, ohne Angabe der Herkunft. Das Recht auf Freizügigkeit ist ein Recht auf Freiheit. Gegenteil dieses Rechtes ist die Freiheitsberaubung durch Kasernierung mittels Zaun oder Mauer. Am Recht auf Wanderung scheiden sich Demokratien und Diktaturen, was nicht heißt, dass Demokratien keine Grenzen brauchen und was auch nicht heißt, dass jeder Wanderer auch überall willkommen ist. Recht auf Wanderung ist nicht gleich Recht auf Einwanderung. Dem Recht auf Wanderung entspricht nicht die Pflicht zur Aufnahme. Das ist der große Konflikt, denke ich, vor dem wir stehen. Es gibt ein Recht zur Wanderung, das jeder hat. Es gibt aber keine Pflicht zur Aufnahme des Gewanderten. Man kann es über den Asylparagraphen lösen, wie das ja gemacht wird, unter anderem in Deutschland. Aber diejenigen, die wandern, haben völlig unterschiedliche Motive, warum sie das tun. Die einen sind in der Tat durch Religionskriege bedroht, durch Familien, durch erschossene Familien haben sie kein Zuhause mehr. Es gibt andere, die wandern aus wirtschaftlichen Motiven, das wissen wir auch, wenn wir in den subsaharischen Bereich gucken. Also unterhalb der Sahara sind offensichtlich 20 bis 30 Millionen Menschen momentan wanderungswillig, weil sie keinerlei Perspektive mehr haben in ihrem Land und weil sie... Unterstützen, weil Sie haben ja im ersten Teil gesagt, dass Soziologen mit dem Revierinstinkt argumentieren. Also aus biologischer Sicht ist das natürlich insofern Unsinn, weil ja die Sesshaftwerdung des Menschen noch vielleicht vor 10.000, 15.000 Jahren stattgefunden. Das heißt, wenn man unsere Vorfahren mitbezieht, haben wir ja eine Geschichte, die 1, 2, 3 Millionen Jahren geht, im Sinn von Nicht-Sesshaft. Also freizügig wandern, sich neue Lebensräume entschließen. Das heißt, wenn hier genetisch, biologisch was verankert ist, dann sicher nicht die Zeit, die kurze Zeit der Landwirtschaft, sondern die ganze Zeit vorher. Da sind wir einig. Ja. Es ist ein ganz wichtiger Hinweis, finde ich, weil es auf etwas verweist, was ich hoffe, ich habe es rausgesucht, was später wichtig wird. Wer das Recht auf Wanderung hat und wer überall sich niederlassen darf, der hat auch die Möglichkeit, seine Existenz und seine Freiheit immer neu zu begründen. Das ist, finden Sie in der Philosophie von Hannah Arendt, diese politische Philosophie, das Recht auf Neugründung. Und jemand, der nach Deutschland kommt, der geflohen ist, von wo auch immer, muss die Möglichkeit bekommen, sein Leben, seine Existenz neu zu begründen. Aber, und da scheiden sich politisch die Geister, nach welchen Regeln und nach welchen Methoden. Das ist der Unterschied. Aber wenn man grundsätzlich der Meinung ist, dass das nicht möglich ist und dass das nicht gedurft wird, ich würde sagen, dann verstößt man eigentlich gegen die eigene Raison seiner eigenen Herkunft auch. Ja? Da haben Sie völlig recht. Dem Recht auf Freizügigkeit und Wanderung jedes Menschen steht das Recht der Angestammten auf Ausschluss und Abgrenzung gegenüber. Das ist nämlich die Konsequenz daraus. Das ist der moralische Konfliktstoff der Epoche der Grenzverluste. Der Zielort der Wanderung ist da immer schon ein einheimischer, mit der Grammatik von Traditionen und Bräuchen beschriebener und vorgeschriebener Raum, nämlich unserer. Jeder, der einen anderen Raum betritt, betritt somit auch ein räumliches Werk aus Rechten, aus Regeln, aus Normen und aus Sitten, die über Jahre und Jahrzehnte gewachsen sind. Weil der Homo faber, Herr Lösch hatte das vorher kurz angedeutet, das ist eine Unterscheidung, die ich treffe, der Homo faber, das sind sozusagen wir, der mathematische Mensch, der von Messung der Zahlen und es gibt den Homo saker, das quasi nackte Leben aus der Kulturgeschichte, der allen rechts entkleidete Flüchtling, das nackte Leben, der nichts hat außer seinem Körper. Weil der Homo faber Europas sukzessive ausstirbt, wenn wir uns die demografischen Daten angucken und der Homo saker, also der Flüchtling, der restlichen Welt, die Frage nach dem Besitz der Welt nicht länger ungestellt sein lässt, wird man Heimat künftig nicht mehr mit der Ab- und Umgrenzung der Scholle verteidigen können. Die Nation als organisierter Verbund jener, die per Geburt oder Einbürgerung auf einem bestimmten Boden siedeln, könnte sich in Zukunft als unbrauchbar erweisen. Die große Theoretikerin und schon gerade zitierte politische Philosophin Hannah Arendt hat in Bezug auf staatenlose Flüchtlinge und Displaced Persons in ihrem 1949 erschienenen Essay »Es gibt nur ein einziges Menschenrecht« formuliert, dass dieses als Recht auf Heimat auch ein Recht auf anerkannte Zugehörigkeit zu einer politischen Gemeinschaft ist, ohne dass alle anderen Rechte auf Beruf, Meinungsäußerung und Religionsausübung dann wertlos wären. Und der Jurist Bernhard Schlink, den Sie sicherlich
als Autor des Romans Der Vorleser kennen, schreibt flankierend dazu, Heimat sei das Recht, an einem Ort rechtlich anerkannt und rechtlich geschützt zu leben, zu wohnen, zu arbeiten, Freunde zu gewinnen, eine Familie zu gründen. Und man könnte anfügen, es ist das Recht, Erinnerungen auszuprägen, Sehnsüchte zu generieren und Vergangenheiten auch zu verklären. Wenn es also kein einklagbares Recht auf Heimat als solche gibt, so gibt es doch ein menschenrechtliches Recht auf Behausung als Voraussetzung für das Recht auf Entfaltung, Freiheit und Teilnahme. Durch die Behausung, durch die rechtliche Behausung, wird das Individuum adressier- und identifizierbar. Der Homo Sacer, der Flüchtling, der übers Mittelmeer kommt, hat auf dem Meer, weil das Meer ein rechtsfreier Raum ist, keinerlei Rechte. Er ist vogelfrei, er könnte umgebracht werden, ohne dass es Konsequenzen hätte. Sobald er aber seinen Fuß auf europäischem Boden stellt, begibt er sich in einen Raum rechtlicher Behausung. Dann ist er Träger aller Rechte, die wir auch haben, vom Asylrecht bis zum Schutz der Menschenwürde. Durch die Behausung, durch die rechtliche Behausung wird das Individuum, egal wo es herkommt, adressier- und identifizierbar. Zwar gibt es ein Menschenrecht auf Heimat, weil es ein Recht auf Leben gibt, doch existiert zwischen Menschenrechten und Bürgerrechten ein großer Unterschied. Menschenrechte sind universell, Bürgerrechte territorial. Deshalb hat nicht jeder Mensch den gleichen Anspruch auf Rechte, die innerhalb einer begrenzten Gemeinschaft zu vergeben sind. Die Erfahrungen der vergangenen 40 Jahre mit Immigration und Integration haben viele Migrationssoziologen gelehrt, dass Migranten in wachsender Zahl keineswegs leicht zu integrieren sind. Die meisten seriösen Forscher, zumindest die, die ich kenne, ziehen den gleichen Schluss und sagen deutlich, Migration ist immer auch ein Verteilungskonflikt. Migration ist immer auch ein Verteilungskonflikt und insofern ein sozialpolitisches Problem, nicht nur ein humanitäres. Wenn das Unbehagen der Einheimischen sowohl soziale als auch kulturelle Ursachen hat, die im Gefühl eines Verlustes zum Beispiel der eigenen Kultur begründet sind, gibt es schließlich einen Moment, da eine Segregation nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Migrationssoziologen haben zum Beispiel Marseille, Birmingham oder Malmö, die Stadt in Schweden, angeführt, wo 40% oder mehr der Bevölkerung aus Migranten und ihrer Nachkommen bestehen und Alteingesessene und Neuankömmlinge sich nicht mehr aus dem Weg gehen können, weil die Städte zu klein sind. Die berühmtesten Beispiele für Superdiversität, so heißt dieser Begriff aus der Stadtsoziologie, Superdiversität sind New York, Singapur und Johannesburg, expandierende multireligiöse und multiethnische Einwanderungsmetropolen mit hoher Komplexität. In New York zum Beispiel ist heute jeder Dritte der 8 Millionen Einwohner im Ausland geboren, Tendenz steigend. Die Urbanisten, also die Stadtforscher, gehen davon aus, dass zunehmend mehr Städte wirtschaftlich, demokratisch und kulturell ähnliche Entwicklungen wie die genannten New York, Singapur und Johannesburg erleben werden. Wenn es dann in diesen superdiversen, und man kann es durchaus als Kommune bezeichnen, zu leibhaftigen Konfrontationen des Einheimischen mit dem Gebiets- und Kulturfremden kommt, dann muss eine Gesellschaft lernen, sich im gewaltlosen Konflikt ständig zu erneuern. Erst wenn die Einheimischen den Verlust der vertrauten Welt bewusst zur Kenntnis nehmen, eröffnet sich die Möglichkeit, Erfahrungen rational zu deuten. Das heißt, gerade um großzügig zu bleiben, brauchen wir Grenzen. Die Frage ist dann allerdings, ob wir die Grenzen selber ziehen und wer sie zieht. Wenn Menschen mit einer liberalen Haltung nicht mehr über Grenzen nachdenken wollen, dann ziehen am Ende Menschen mit autoritären Einstellungen diese Grenzen. Wollen wir das? In den beiden letzten Kapiteln möchte ich Vorschläge machen und komme auf einen Begriff zu sprechen, der aus der antiken Philosophie stammt, der Oikos heißt. Der griechischen Philosophie. Oikos ist eine Hausgemeinschaft, die sowohl rechtlich als auch metaphysisch, also religiös, als auch familiär verstanden wird. Das ist nicht also nur rein ökologisch die Behandlung der Natur oder rein ökonomisch, wo Oikos auch drinsteckt, also ökonomisch und ökologisch, sondern es ist alles zusammen. Wie könnte eine Identität multikultureller Identitäten in einem Land entstehen, dessen Willkommenspathos weltweit für Hochachtung, Verstörung und auch Verwunderung sorgt und eben damit
zur Verstörung und Verwunderung anderer Nachbarn zugleich auch einen Alleingang vollzieht, zwar humanitaristisch und nicht militärisch motiviert, aber eben doch mit dem Anspruch auf Exklusivität und Sonderweg. Das ist das, was Deutschland ja auch vorgehalten wurde, dass man mit seinem Humanitarismus sozusagen nicht nur rechtlich oder das Recht verletzt hätte, sondern eben auch andere europäische Nationen vor vollendete Tatsachen gestellt hat. Wie könnte also eine Identität multikultureller Identitäten aussehen? Wäre es vor dem Hintergrund unvermeidbarer Mischungsverhältnisse nach dem größten aller Grenzverluste nicht klüger, Güter und Dienstleistungen stärker als bisher in und durch zum Beispiel Kooperativen und ihre mikrosozialen Kreisläufe organisieren zu lassen? In der Kooperative ist das Produkt an seinen Entstehungswert zurückgebunden. Auf diese Weise entsteht Wertschöpfung. Wertschöpfung ist nachhaltig und Nachhaltigkeit schafft soziale Normen. Das Verschwinden der Vielfalt und die Ausrottung der Arten, so lautet das Vermächtnis des großen Ethnologen Claude Lévi-Strauss, seien die größten Fehler der Moderne gewesen. Die Zerstörung des Gleichklangs aus Ratio und Poesie und die Abspaltung der Rationalität zu einem Homo Faber haben zu einem Überhang der Logik geführt und den Mythos und die Religion als Wissenssysteme jenseits der Logik fast eliminiert. Die Summa des Ethnologen Lévi-Strauss ließ sich also auf folgende Maxime reduzieren: Wer zu viel des Endlichen nimmt, zahlt in der Zukunft einen zu hohen Preis. Das ist die Erfahrung eines der größten Ethnologen unserer Zeit. Das wussten übrigens die primitiven Völker besser, als wir es wissen. Also kann die Lektion in praktischer Ethik nur darin bestehen, das unseren Nachfahren zu übertragen, was wir von unseren Vorfahren erhalten haben. Diese Wertverlagerung ist zugleich Sinnverlagerung und gewiss vereinbar mit höchster Technologieeffizienz, ressourcenschonender Energie und einer ausdifferenzierten Marktwirtschaft. Das Individuum im Sinne des Wortes nicht teilbare Individuum, nicht teilbar, müsste seine Kraft und Energie künftig also nicht mehr auf Abgrenzung und Abschottung verwenden, sondern auf Eingemeindung, auf Beteiligung und den nicht monetären Austausch möglichst vielfältiger Weisen von Wissen. So könnte Heterogenität zur gesellschaftlich wertvollen Ressource eines Oikos avancieren. Oikos im griechisch-antiken Sinne begreift Heimat als metaphysisches und rechtliches Obdach zugleich. Diese mikrosoziale Gemeinschaft als Keimzelle einer Gesellschaft, die Enklave des Vertrauten, die Verbundenheit und Verbindlichkeit der so entstehenden Familie. Der Begriff der Heimat löst sich von seinem herkömmlichen Sinn und erfährt eine Transformation in den Oikos. Mit ideologischer Verbrämung, mit sozialistischer oder antistaatlicher Ideologie hat dieses Prinzip überhaupt nichts zu tun. Es zielt auf etwas Höheres, die Partizipation an der Polis. Partizipation, wohlgemerkt das Gegenteil von Ausgeschlossenheit und Ausgrenzung, beschreibt das Verhältnis von Teilhabe und Teilnahme an Welt und Umwelt. Die kulturelle Evolution, so scheint es mir, steht dieser Tage vor ihrem nächsten Sprung. Statt Nationen und Nationalstaaten auch im europäischen Kontext könnte es künftig konföderierte, auf Euki, auf Parzellen basierende Bündnisse geben, Netzwerke von Kooperativen, in denen das Heterogene im biologischen Sinne des Wortes, die Mischung und Vielfalt der Gene, zu völlig neuen Organisationsweisen führt. Die Sozialpsychologie versorgt uns mit dem Hinweis, dass Teilhabe selbstverpflichtende Verantwortung hervorruft. Eigenverantwortung stärkt soziale Gesinnung und motiviert Engagement, und je größer das Mitspracherecht ist, desto eher identifizieren sich Menschen mit einer Gegebenheit oder Veränderung. In der mikrosozialen Einheit der Kooperative oder des Oikos ist die Last der Verantwortung dann auf die einzelnen Mitglieder verteilt. Ohne Verantwortung entsteht kein Vertrauen, ohne Vertrauen keine Geborgenheit, ohne Geborgenheit keine Heimat. Der Oikos, worin Ökonomie und Ökologie gleichermaßen begriffen sind, generiert also das wichtigste Bindemittel zerfallender Gemeinschaften, das Gefühl der Beteiligung, das Gefühl zu brauchen und gebraucht zu werden. In der symbiotischen Bestimmung von Brauchen und Gebrauchtwerden, im Brauchtum sozusagen,
ermöglicht sich soziale Anerkennung in der loyalen Gemeinschaft. Das Ziel der nächsten Gesellschaft, der nächsten Generation, müsste doch sein, den immer größer werdenden Teil des Homo Sacer, all die Nomaden, die Flüchtenden, die Geflüchteten und Migranten dieser Welt, klug einzubinden, damit die bewährte Gesellschaft stabil bleibt. Die ökonomische Frage hinter der ökologischen Idee lautet also folgerichtig: Wer sorgt für neue Behausungen in Zeiten permanenter Migration, sobald die Frage geklärt ist, wer wo wohnen darf? Die Geschichte der großen Metropolen und Städte dieser Welt zeigt, dass immer schon Menschen von überall her dorthin strömten, wo sie ein gutes Leben führen, wo sie ihren Glauben leben und in Freiheit Handel treiben konnten. Die klügsten und erfolgreichsten Herrscher hatten stets begriffen, dass Ausschluss und Ausgrenzung niemals zum Erfolg führen. Im Gegenteil, kaum eine Stadt lehrt die Vorteile einer Aufnahme und Assimilation von Christen, Juden und Muslimen und anderen besser und nachhaltiger als in seiner Geschichtlichkeit betrachtet das heutige Istanbul, das als Konstantinopel und Byzanz die Welt über Jahrhunderte hinweg beherrschte und prägte. Der so legendäre wie pragmatische Osmanenherrscher Mehmed II. Hatte bestens verstanden, dass er die mit allerlei Fähigkeiten ausgestatteten Menschen aus allen Teilen der Welt benötigte, um Istanbul auf- und als ökonomische und kulturelle Großmacht ausbauen zu können. Was in seinem Fall eher strategischem Interesse entsprang als reiner Menschenfreundlichkeit, gewiss. Und die Berichte über Grausamkeit und Zwangsrekrutierung des osmanischen Sultans sind Legion. Dennoch geht es ein Stück weit auch ums Prinzip und also darum, dass die Osmanen, klug wie sie waren, andere Traditionen, andere Kulturen übernahmen. So wie es weit früher auch in Bagdad geschehen ist, die als neue Hauptstadt des Abbasidenreiches 762 nach Christus gegründet wurde und sich zur größten, prächtigsten und geschäftstüchtigsten Stadt der damaligen Welt im goldenen Zeitalter entwickelte. Schiffe und Karawanen strömten ein, brachten Güter und Händler, und mit ihnen kamen Geschichten, kamen Poesien, kamen Musiken, Kulinariken aus China, Indien, Afrika und Europa. Es entsprang stadtplanerischer und somit politischer Klugheit, bestimmte Milieus in bestimmten Straßen anzusiedeln, die Tuchhändler dort, die Geldwechsler dort, die Silberschmiede hier. Sie alle hatten ihren Stadtteil mit ihren Gottes- und Badehäusern in diesem mächtigen, einflussreichen Bagdad. Aufsicht über den Handel führte immer noch der Staat und die Gesetze machte die Stadt, jedem nach seiner Fasson, aber alle nach Regeln des Staates. So könnte man das Grundgesetz einer erfolgreichen Polis beschreiben. Gesteuerte Liberalität ist mehr oder weniger das Grundmuster aller großen, über die Geschichte hinweg kraftvoll wirkenden, manchmal legendären Orte. Amsterdam im späten Mittelalter etwa nahm von der spanischen Inquisition fliehende jüdische Händler auf und ließ ihre Kultur in die Textur der Stadt einschreiben. Von der Bereicherung der einst Geflohenen, ob als kulturelle Grammatik oder in der leibhaftigen Gestalt ihrer Nachkommen, profitiert die Stadt noch heute. Und das Volk Israel zum Beispiel entwickelte erst in der Zeit nach seiner Vertreibung um 600 vor Christus, als die Israeliten in Babylon auf ein reges Handels- und Geschäftsleben stießen, seine Gemeinschaft durch Textgebundenheit, nicht durch Ortsgebundenheit. Der Zusammenhalt dieser Gemeinschaft beruhte weder auf einem gemeinsamen Territorium noch auf einer Herrscherdynastie, sondern, und das bis heute, auf der Schrift und einem Text, was eindrücklich zeigt, dass Identität nicht an Boden, nicht an Herkunft, nicht an Heimat, sondern an den Geist gebunden sein kann. Alle Gesellschaften aller Zeiten haben seit jeher von dynamischen, hart arbeitenden Migranten profitiert und tun es noch heute. Könnte man es nicht geradezu als Wertschätzung begreifen, wenn Menschen aller Kulturen und Ethnien in eine bestimmte Stadt, eine bestimmte Region, in ein bestimmtes Land kommen? Und könnte man nicht annehmen, dass die weitaus meisten dies nicht mit dem Hintergedanken tun, einseitig das Sozialbudget anzuzapfen, Einheimische auszurauben und Andersgläubige zu töten, sondern wie fast alle Menschen aller Zeiten in besonderem Maße die Chance ergreifen wollen, genau an diesem Ort, in dieser neuen Heimat sich beweisen und etwas gestalten zu können, etwas zu tun, sich zu verwirklichen, durch Arbeit und Kultur ihr Leben sinnstiftend zu führen?
In Schmelztiegeln diverser Kulturen bündeln sich unterschiedliche Energien, wie sie es in den tonangebenden Städten der Welt bis heute tun, New York, London, Singapur. Mikrosoziale Einheiten entstehen dann, wenn Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Interessen in einem Distrikt zusammenkommen. Die Mechanismen großer ökonomischer Kreisläufe, die die globalisierte Weltwirtschaft über Kontinente hinweg etabliert, könnten genauso gut auf mikrosoziale Verhältnisse übertragen werden. Polis schafft Heimat durch die Chance auf Selbstverwirklichung und Beteiligung. Das lehrt die Geschichte. Auf die deutsche Gegenwart übertragen hieße dies: Migranten, von denen jeder Einzelne mindestens eine Begabung, ein Talent, eine Fähigkeit besitzt, in bestimmten Teilen deutscher Städte oder Gemeinden ein Geschäft ihrer Wahl aufziehen zu lassen, gewerblich registriert natürlich und reglementiert, in der Quantität begrenzt und ausgewogen, dass ein Gleichgewicht zwischen Religionen, Ethnien und Kulturen herzustellen und zu steuern ist. Syrische Ich-AGs, afghanische Familienbetriebe, türkische Schneidereien, äthiopische Cafés, nigerianische Restaurants. Man mag das für verklärend, romantisieren und vielleicht naiv halten, doch jeder Versuch, Heimat zukunftsfest zu denken, muss sie meiner Meinung nach als Verbund, als Sozietät freier Wir-Module in mikrosozialen Einheiten definieren. Die jeweiligen Normen dieses jeweiligen Verbundes sind in den Verfahrensregeln begründet, die sie auf der Basis des deutschen Grundgesetzes und des deutschen als Verkehrsamts- und Gerichtssprache in ständiger Entwicklung, Verwerfung und Neuformierung ausbilden. Heimat ist so verstanden als ein kultureller Prozess. Ein letzter Gedanke. Als stünde man am Ufer des Sees, als ginge man durch die Souks von Marrakesch. Als sehe man vor sich die Zinnen und Recken, die Grate und Täler, die Erhabenheit und Grandezza der Alpen und des afghanischen Hindukusch. Als röche man die Erde, den Boden, den Atem der Algen. Als röche man den gebrühten Kaffee in den Dörfern des äthiopischen Hochgebirges, das Aroma des Bazars von Aleppo. Als zögen Nebelschwaden über das Seewasser des Bodensees, als spürte man die Fülle des Wohllauts in der Stille des Moments und hörte den Muizin der Moschee von Kabul. Und weiter, als täte man all das wieder und aufs Neue, als wiederholte sich Wiederholung, als übersetzte sich Vergangenes in Gegenwart, um gegenwärtig vergangen zu sein. Die Grenze zwischen mir und euch, zwischen Individuum und Welt löst sich auf, als verschmelze man mit dem Land, das in diesem Moment gar nicht vorhanden ist. Unter 1000 Kirchturmglockenschlägen würde man seine Glocke heraushören, das gemähte Gras seines Nachbarn riechen, das Land erinnern, als sei es sein mit einzigartiger Geluft gefüllter Lebensraum. Mit dem Klang meiner Glocke aus meinem Raum breiten sich mir dessen Umstände aus. Ich spüre die Verwurzelung meines Körpers in einem bestimmten Boden und der Kirchturmglockenschlag korrespondiert mit einem Gefühl, das im Archiv der eigenen Identität diebstahlsicher verwahrt ist. Dieses Gefühl schmerzvoller Zerrissenheit in Herkunft und Hiersein, in Utopie und Verortung wird bestehen bleiben, solange sich der Kirchturmglockenschlag im jeweils eigenen Leben als Pakt mit dem Zufall der eigenen Bestimmung erinnern lässt. Das Gefühl dieses Phantasmas tut wohl. Man kann es Geborgenheit nennen. Man muss dazu Heimat sagen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ich habe überlegt, dass Sie sich auf die Idee gekommen sind, über die Heimat zu schreiben, oder was dann die Bewegung wäre. Ich habe mich an einem Tag in irgendeinem Sommer der vergangenen Jahre gefragt, was ist eigentlich deine Heimat? Und ich konnte die nicht beantworten. Und das ist oftmals, zumindest in meinem Fall, Ausgangspunkt einer Reflexion und Beschäftigung mit einem Phänomen. Und dann fängt man an, darüber nachzudenken und spricht im Freundes- und Bekanntenkreis und kommt sich selber ein bisschen auf die Spur, ohne eine Antwort formulieren zu können. Und dann hatte ich, und das ist der ganz praktische und pragmatische Teil, ich hatte einen 3-Buch-Vertrag mit meinem Verlag und 2 Bücher hatte ich geschrieben, einmal über
Sterben und Tod, über die Frage, wie wir menschenwürdig sterben. Und das andere war eine Auseinandersetzung mit dem Thema Gerechtigkeit. Und als mich die Programmleitung fragte, was möchtest du als nächstes machen, habe ich gesagt, Heimat. Und das ist das Ergebnis. Ganz einfach. Aber es ist etwas, was mich auch immer, ehrlich gesagt, schon beschäftigt hat, also meine eigene Heimat. Ich hatte ja vorher schon erzählt, ich bin als gebürtiger Schwabe erst nach München gegangen und dann nach Hamburg gezogen und habe am Anfang meiner Zeit in Hamburg gemerkt, dass das nicht so richtig klappt, dass das schwierig ist, ja? Dass wir auch unterschiedliche Wertvorstellungen haben. Ich erzähle Ihnen mal einfach ein ganz kurzes Beispiel. Ich bin in die Redaktion der Zeit eingetreten, 2001, und so wie man eben ist aus dem Süden, man ist ein bisschen körperlich und man redet gerne und so, und ich sagte zu der Sekretärin, die aus Kiel kam, nicht mal aus Hamburg, sondern aus Kiel, sagte ich so, Mensch, Sie haben aber wirklich einen tollen Rock an und eine super Figur. Damals war das, konnte man das noch. Und dann hat die mich angeguckt, als ob ich das größte Verbrechen begangen hätte. Und mir war überhaupt nicht bewusst, was da gerade passiert. Da merkte ich irgendwie, dass mein heimatliches Norm- und Wertesystem, wäre kein Thema gewesen, bei Ihnen schätze ich ja auch nicht, dass es ganz anders ist. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben das erstmal geklärt. Und nein, also in Norddeutschland tut man sowas nicht. Ja? Also da macht man das nicht. Da hat man Distanz, da ist man irgendwie etwas zurückhaltend. Und ich neige nicht zu, sagen wir mal, Stereotypen und Klischees, aber die hat man ja in sich. Und ich habe die auch in mir und ich versuche die auch eigentlich rauszukriegen. Und deswegen bin ich dankbar für die Dame, die jetzt gerade draußen ist, die mir vorher gesagt hat, dass sie mit meiner Deutung über Sachsen nicht einverstanden ist. Und ich finde das wichtig, wie ich brauche auch diesen Widerspruch. Und wenn ich drüber nachdenke, hat sie auch recht, das war zu undifferenziert dargebracht. Das sind einfach Klischees, die man mit sich rumträgt, die dann medial wieder verstärkt werden und dann zu einer scheinbar fraglosen Wahrheit plötzlich dastehen. Und ich finde auch, und das würde ich gerne sagen, dass ich finde, dass man die Bevölkerung in Sachsen sehr, sehr viel differenzierter betrachten muss, als das vorher passiert ist. Noch ganz kurz, ich war mir ziemlich sicher, was Heimat ist oder was für mich Heimat ist. Heute Abend bin ich da nicht mehr so sicher. Sie machen mir ein Geschenk, danke. Mir ging es nämlich genauso. Also ich wusste nicht, was es ist, und als ich durch war, wusste ich es auch nicht.